Hier eine Aufgabe zum Thema kritische Menge. Ein Unternehmen hat die Wahl zwischen zwei Fertigungsanlagen. Das sind die Vorgaben und dann steigen wir gleich in die Lösung ein. Ich soll die kritische Menge bestimmen, das heißt, ich suche zwei Kostenfunktionen, die ich gleichsetzen kann. In dem Fall ist meine erste Kostenfunktion die der Anlage 1. Ich habe 0,5 Euro variable Stückkosten, die kann ich hier vorne in die Gleichung einsetzen und die 5.000 Euro pro Monat fixe Kosten setze ich hinten unter die fixen Kosten. Genauso machen wir es mit der Anlage 2 und dann setzen wir K1 gleich K2 und wir sehen, wir haben eine Gleichung mit einer Unbekannten. Nach dieser Unbekannten x lösen wir auf und kommen in diesem Fall zu dem Ergebnis, dass x gleich 25.000 Stück sind. Das heißt, bis 25.000 Stück ist die Anlage kostengünstiger, die den geringeren Fixkostenanteil hat, in diesem Fall die Anlage 1. Bei B wollen wir den absoluten und den prozentualen Kostenvorteil bei 30.000 Stück. Das heißt, in die Gleichung in K1 und K2 setzen wir nur als x die 30.000 ein. Damit erhalten wir bei K1 20.000 und bei K2 19.000. Das sind absolut 1.000 Euro Kostenvorteil und prozentual 5%.